In der Verkehrsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen und der gesamten Bundesrepublik besteht dringender Handlungsbedarf. Während die Verkehrsministerinnen und Minister der Länder in Duisburg über die Finanzierung beraten, formiert sich draußen vor der Konferenz breiter Protest. Verschiedene Bündnisse und Organisationen, darunter der Paritätische Nordrhein-Westfalen und der Bund für Umwelt- und Naturschutz Nordrhein-Westfalen, haben sich versammelt, um auf die Missstände bei der Verkehrswende hinzuweisen. Besonders die Preiserhöhung des Deutschland-Tickets stößt auf Kritik, da der Fortbestand des Tickets ihrer Meinung nach auch ohne diese Maßnahme gesichert werden könnte. Die Protestierenden fordern eine Verkehrspolitik, die alle Menschen gleichermaßen berücksichtigt und bezahlbar bleibt. Natürlich. Also erstens, was das Sozialticket angeht, brauchen wir natürlich die Regionalisierungskosten, dass die auch umgeschlagen werden können und damit das Sozialticket überhaupt gesichert ist. Das wäre mal Punkt Nummer eins. Zum anderen ist, wenn man sich anguckt, die Greenpeace-Studie sagt, wenn ich aufhöre, den Neubau oder den Ausbau von Autobahnen zu betreiben, kann ich locker 20 Milliarden sofort einsparen. Es gibt 20 weitere Milliarden, wenn ich mal klimaschädliche Subventionen abschaffe. Das heißt, es ist die Möglichkeit da, sowohl das Ticket zu finanzieren, als auch den Ausbau für den ÖPNV voranzutreiben. Auf der Tagesordnung der Konferenz steht unter anderem die dringend geforderte Aufstockung der Regionalisierungsmittel, die für die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs notwendig sind. Insgesamt spielt das Thema Geld eine zentrale Rolle, denn es wird auch über die Einrichtung eines Verkehrsinfrastrukturfonds diskutiert. Dieser Fonds soll Bundesmittel unabhängig vom Haushalt zur Verfügung stellen, um notwendige Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur zu gewährleisten. Doch konkrete Pläne zur Umsetzung gibt es aus dem Bundesverkehrsministerium bisher noch nicht. Der ADFC Duisburg kritisiert die schleppende Umsetzung der Verkehrswende und bemängelt, dass nach wie vor der motorisierte Individualverkehr im Mittelpunkt der Planungen steht. Wir haben den Eindruck, dass Deutschland immer noch nicht begriffen hat, dass eine Verkehrswende mit einer grundsätzlichen Richtungsänderung einhergeht. Die VerkehrsministerInnen, allen voran Volker Wissing, verwalten den Status quo, fördern weiterhin veraltete Strukturen, die nur den motorisierten Individualverkehr zugutekommen, statt wirklich nachhaltige, notwendige Entscheidungen hin zu einer Richtungsänderung zu ökologischerem, nachhaltigerem Verkehr zu machen. Damit die Verkehrswende langfristig gelingen kann, braucht es eine solide Finanzierung, die über die aktuelle Legislaturperiode hinausreicht. Ein Verkehrsinfrastrukturfonds könnte dazu beitragen, indem er Mittel aus der Lkw-Maut und der CO2-Abgabe für Investitionen in die Infrastruktur bereitstellt. Doch ob dieser Fonds tatsächlich Realität wird, ist bisher unklar. Der Investitionsstau, der die Verkehrsinfrastruktur betrifft, ist bereits enorm und wächst weiter, wie das Beispiel des Schienenverkehrs zeigt. Die Gewerkschaft EVG beziffert den Investitionsbedarf auf 90 Milliarden Euro. Dass gut funktionierender Schienenverkehr möglich ist, zeige der Blick in andere europäische Länder. Dafür brauche es aber unbedingt die nötige Finanzierung. Also die Privatisierungen in Europa, die versucht worden sind, sind alle gescheitert. In Großbritannien geht man zurück zur Verstaatlichung. In Österreich und in der Schweiz gibt es integrierte Konzerne, Eisenbahnfamilien, die hervorragend finanziert sind und funktionieren, und es fehlt einfach an der langfristigen Finanzierung. Noch bis zum 10. Oktober beraten die Verkehrsminister über die Zukunft der Verkehrsinfrastruktur und die notwendigen Maßnahmen zur Verkehrswende. Die Ergebnisse der Konferenz werden auch von den Protestierenden mit großer Spannung erwartet. Entscheidend wird sein, wie schnell die vereinbarten Maßnahmen in die Tat umgesetzt werden können, um den immensen Handlungsbedarf zu bewältigen. Nur durch eine enge Zusammenarbeit von Bund und Ländern wird es möglich sein, die Herausforderungen der Verkehrswende zu meistern.